Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Ja, meine Lieben, wenn sich alles zerschießt, ne? Und ja, ach Gott, ich weiß gar nicht, was ich da noch zu sagen soll. Auf jeden Fall hat sich alles zerschossen. Ich musste das ganze Spiel neu machen. Das heißt, ich musste komplett alles nachspielen, was wir gemacht haben. Musste alle Quests machen, musste alle Sachen herbeiholen wieder. Ja, es ist alles wieder da, es ist alles gut, die ganze Farm ist renoviert. Alles bestens, ja, ne, und ich denke mal, ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten, weiß ich nicht, wir haben noch keine Äpfel gesammelt, ne, das habe ich noch nicht gemacht, nur so ein paar Stück, glaube ich 17 an der Zahl, damit ich ein bisschen was zu essen hatte, aber ansonsten habe ich noch keine Äpfel gesammelt. Ihr wisst, wir hatten jede Menge Äpfel schon gesammelt und Apfelmus gemacht. Ja, so ist das. Ich habe dann, weil es halt eben ein Neuanfang war, habe ich mir gedacht, naja, diese Kiste, wo der Ring drin war, in der Scheune. Nee, bei uns auf dem Dachboden war das, ne? War das auf dem Dachboden oder war das in der Scheune? Ach, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall in einer dieser Kisten waren zwei von diesen Motorsensen drin, ne? Warum auch immer. Ich habe, nee, eine war da drin und eine hatten wir ja in der Scheune stehen. Also hatten wir zwei und eine davon habe ich verkauft. So, da hat man davon ein bisschen Geld. Dann habe ich den Ring verkauft, dann hat man davon ein bisschen Geld. Und dann, als ich bei Steve gewesen bin und den Hänger geholt habe, bin ich an einem Agrarladen vorbeigekommen. Und da habe ich mir gedacht, da gehst du mal gucken und ne, mal schauen, was es da gibt. Und da habe ich mir eine Katze gekauft. Ich habe eine Katze gekauft. Und die Katze, ich habe sie nämlich gerade eben schon gesehen, liegt hier. Hier ist sie. Sieht ein bisschen erschreckend aus vom Gesicht her. Ich weiß nicht, was sich die Designer dabei gedacht haben. Sie sieht ein bisschen erschreckend aus. Aber ich denke, sie erfüllt ihren Zweck, ne, und sieht zu, dass er endlich die Mäuse aus unserer Speisekammer fernhält. Und alles wird gut. Dann soll sie auch so aussehen, wie sie aussieht, ne. Auch Monster brauchen Liebe. Gut, dann hatten wir dadurch, durch diese Verkäufe, hatten wir fast 1000 Euro. Und als ich in diesem Agrarladen war und die Katze gekauft habe, habe ich auch Setzlinge gekauft. Ne? Ich habe dann Zucchini-Setzlinge gekauft, 100 Stück. Und habe Kürbissetzlinge gekauft. Und unterm Strich habe ich mir so gedacht, für das Geld, was du für die Kürbis- und die Zucchini-Setzlinge ausgegeben hast, weil die relativ günstig waren, habe ich gedacht, du hättest auch Tomaten kaufen können. Aber nun gut, jetzt ist es halt eben so, wir haben Zucchini-Setzlinge, 100 Stück und Kürbissetzlinge, wobei hier erstmal nur die Tomaten-Setzlinge gesetzt sind, die wir da drin hatten. Und den Rest habe ich mit Zucchini vollgepflanzt. Gut, das war das. Und dann noch was, darum das Brett wieder zumachen, damit das schön... Ist ja ein Treibhaus, ne, damit das schön da drinnen bleibt. Und dann habe ich mir gedacht, ne, da laufe ich nicht lang. Ist der Weg zu weit. Dann habe ich mir gedacht, ich kaufe uns auch gleich mal Hühner. Ich habe Hühner gekauft. Zwar nicht viel, aber ich habe Hühner gekauft. Und zwar 5 Stück an der Zahl. So. Da ist eins. Hier ist eins, da ist eins und auch genau, und hier ist eins. So, und einen Hahn habe ich gekauft. Guck mal an, der hockt da oben, so stolz. Hübsches Tierchen, muss ich schon sagen. Wie das jetzt mit diesen Hühnern und den Eiern vor sich geht, da habe ich überhaupt keinen Plan. Ich nehme an, die Hühner, die krabbeln dann hier rein, legen ihre Eier dorthin und wir lesen sie auf, ab, ein, wie auch immer. Und dann... Ah, ich habe nur geguckt, die Aufnahme läuft, das ist immer dasselbe. Und wir lagern sie dann oder verkaufen sie. Ich habe keinen Plan. Da weiß ich überhaupt noch nicht Bescheid. Und ich habe mal gezählt, die Boxen, das sind da an der Zahl 60 Stück. Da gehen 60 Hühner gehen hier rein. Jetzt habe ich beinahe das Brett zugemacht. Will ich aber nicht. Ja. So viel dazu. Wisst ihr Bescheid? So, und jetzt. Wir haben einen Mähdrescher. Wir haben ein zusätzliches Maismähwerk bekommen. Das brauchen wir natürlich noch nicht, weil wir keinen Mais haben. Wir haben Raps und Weizen. Ja, wir können loslegen, wir können unser Weizen ernten. Tja, ich habe keinen Plan. Wartet mal, ich muss hier mal einsteigen. Dann muss ich das mal ankoppeln, das liegt mir nämlich im Weg.
Ich muss mal rausscrollen, damit ich auch was sehe. Bleib mal schön stehen. Bleib einfach stehen. Bleib einfach stehen. So, runter und ab. Danke. Dann muss ich das. Das Ding daran machen. Ja, bin mal gespannt, wie das läuft, ne? Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Kann ich auch meine eigene Saat kaputt machen? Ach, hör doch auf. Ernsthaft? So, wartet mal. Langsam, 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 langsam. Langsam. Ankoppeln. Ja. Ich habe keinen Plan, ne? Jetzt kommt was auf mich zu, wo ich nicht weiß, was ich machen soll, wie ich es machen soll. Und ja. Komme ich da überhaupt durch, weil diese blöden Geräte da alle liegen? Das glaube ich nämlich nicht. Also, das heißt mit anderen Worten, ich muss tatsächlich erst den anderen Träger holen. Ich muss das wegräumen, sonst komme ich hier nicht zu Rande. So, hier werden wir wohl anfangen, irgendwie so darauf zu. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Also nicht in diesem Game hier. Nee, ich muss dahin. So. Was habe ich mir denn dabei gedacht, diesen Scheiß hier so dahin zu hauen? Gibt's doch einfach. Da komme ich doch nicht durch. Gut, eine Ehrenrunde ums Feld. Kein. Oh, Alter, bitte, was ist das? Cool, dann fahren wir hier mal hoch. Oh, fahrt ihr nichts kaputt hier. Wartet mal, ich hab das Game irgendwie sehr laut auf den Ohren. So. Ja, müssen wir einmal eine Ehrenrunde drehen. Okay. Gut. Dann fahren wir jetzt rückwärts. Das ist doch nicht zu fassen. Dann hättest du auch. Hätte ich auch von da drüber fahren können. Ach, komm, hör doch auf. Ankoppeln. Und das Ding mal aus dem Weg räumen. Wohin? Stelle ich mich erstmal hier hin. So. Nein, stehen bleiben. Aussteigen. Wunderbar. Okay. Tja, meine Lieben, jetzt gibt es gleich eine Premiere, ne? Ich habe keinen Plan, wie das wird. Ich weiß es nicht. Und dann wollen wir mal schauen. Ich komme hier unglaublich gut hin, ehrlich. Wartet, 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 wartet. Bleibt mal stehen. So, wartet, 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 wartet. Wir machen mal das Schneidwerk runter. Wir nehmen nur mal diesen Meter, der da liegt, der jetzt auf dem Schneidwerk ist. Abkoppeln, aussteigen, an das Rohr, Schneidwerk an, aus Y. Okay, gut. Ach komm schon. Du fährst zu schnell? Ich fahre zu schnell.
Okay, das will ich ja nun auch nicht, ne? Wie schnell soll ich denn fahren? Naja, da muss man ja nun keine geraden Linien ziehen jetzt hier, ne? Das ist ja nicht jetzt. Ja, aber so blöd fahren muss ich ja. Oh, ich habe da echt voll Angst. Weil, kann ich euch sagen, ich habe eben die Aufnahme schon mal angefangen und war dann auch schon auf dem Weg mit dem Mähdrescher ins Feld und irgendwie war da eine Bodenwelle und hat den ganzen Mähdrescher ausgehebelt und dann lag der Mähdrescher auf dem Dach und ich habe den nicht wieder zurückbekommen und musste die ganze Aufnahme wieder abbrechen. Finde ich dann nicht so toll, ne, wenn die Dinger dann auf dem Kopf liegen und sich dann in keinster Form in irgendwie wieder ja, richten lassen. Ne? Ich konnte noch nicht mal mehr aussteigen. Ja. Und wer sagt mir denn eigentlich, wann der Mähdrescher voll ist oder so? Sagt mir das jemand? Ich habe keine Ahnung. Stopp. Mähwerk runter. Und dann wollen wir mal schauen. Ja. Also, es geht besser als ich dachte. Also, das möchte ich dazu. Ach, und hier schmeißt er das Heu hin? Ich soll das Heu sein da? Stroh? Heu. Stroh. Das ist die Strohablage, nennt man das, ne? Ja, tatsächlich. Aber ich gehe davon aus, dass mir gesagt wird, wenn der Drescher voll ist, oder? Ich weiß es doch nicht. Die Frage ist wirklich, wo mache ich das Getreide hin? Also das Weizen, weil wir haben hier zwei verschiedene Sachen und es geht ja nicht beides in den Silo rein. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen und steig mal bitte aus. Ich muss gerade mal. Ja, guckt mal, unser Hände Arbeit. Nein, natürlich nicht der Hände, sondern, ne? Gut. Nee, ich muss noch was gucken. Samen gelagert. Weizen, 740 Kilo. Wo? Wo? Wo ist Weizen gelagert und kann ich da noch mehr lagern? Wenn das nämlich so ist, dann kann ich nämlich den Raps in den Silo machen. Dann ist der nämlich auch erstmal fort. Wir haben wohl Weizen in der Scheune, nehme ich doch mal an, oder? Nö, das ist wohl das Strohlager. Am besten lagern Ballen unter dem Dach, sodass sie nicht nass werden und verfaulen. Unterm Dach? Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Mach mal auf, bitte. Das ist doch der Stall. Wer ist denn James? Die Katze? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Oder ist das Stroh in der Garage unterm Dach? Hier ist nämlich auch nur Stroh. Warte mal. Das muss man ja auch erstmal alles wissen, ne? Hier? Was ist das? Das ist ein Ding, was das Zeug nach oben bläst. Aber welches Zeug? Das ist ja die Frage, ne? Getreideausgabe. Platziere den Hänger hier, um das Getreide aus deinem Lager zu entnehmen. Hänger können nur eine Sorte Getreide enthalten. Ja, das ist klar. Wenn du eine andere Sorte einfüllst, wirst du die vorherige verlieren. Habe ich jetzt gerade mal.
Getreidelager. Getreidelager ist eine Alternative zu deinem Silo. Du kannst hier anderes Getreide lagern. Nur eine Getreidesorte kann hier gelagert werden. Es ist deine Wahl, aber misch das Getreide nicht. Moment. Ich muss das ja auch erstmal auf die Kette kriegen hier. Wartet mal. Das Ding hier macht das Getreide nach oben. So sieht es jedenfalls aus. Aber was macht das Getreide wieder nach unten? Oh, ich bin da gerade mal hoppala, völlig überfragt. Muss ich nochmal hoch? Nochmal Lucky machen. Ja klar, das ist ja, da wird's ja, ne, das wird dann hier drauf geschüttet. Aber wie kriege ich denn das wieder hier raus? Hä? Nein! Was? Silo-Ausgabe. Platziere den Hänger hier, um das Getreide aus deinem Silo zu entnehmen. Der ist leer. Jojo. Das ist die Silo-Schütte. Das ist mir klar. Da kommt das Zeug rein. Ist mir alles klar. Ja, also da... Das ist mir klar, weil ich habe Landwirtschaftssimulator gespielt, wenn das einer von euch weiß. Und da ist das nicht anders. Aber das hier, das macht mir so ein bisschen... Ein bisschen viel Sorge. Da wird eingefüllt und das geht dann nach oben. Das ist so ein bisschen viel auf einmal. Ich meine, ne? Getreidelager ist eine Alternative zu deinem. Ja, Getreideausgabe oder Hänger hier? Wo denn hier? Weil, wie gesagt, rein, ja, aber raus wieder? Also, ist mir. Oder gibt es hier in. Moment mal. Mach mal auf. Ah, hier. Hier. Hier ist das Ding, wo es wieder rauskommt. Mhm. Also, das heißt aber, dass ich das hier reinkippen muss. Wie denn? Mit dem Hänger? Soll ich da rückwärts mit dem Hänger davor fahren? Das funktioniert ja wohl nicht. Ich kann es mal mit dem Mähdrescher versuchen. Ich versuche das mal. Wo ist der Mähdrescher? Oh, der ist so klein, den findet man nicht. Jetzt muss ich nämlich erstmal gucken, wo ich hin muss. Und nachdem ich hier den Mähdrescher eben das erste Mal aufs Dach gelegt habe, da habe ich jetzt voll Schiss mit in den Raps fahren. Voll Schiss, dass mir das wieder passiert, dass ich die Kiste wieder irgendwie umwerfe und dann nicht wieder zurück auf die Räder bekomme. Also das wäre schon mega beschissen, wenn ich das hier so machen müsste. Steig mal aus. Die Bretter müssen mal zu. So. Moment, das Rohr hat ja auch noch eine bestimmte Reichweite. Warte mal. Auslassrohr bewegen. Ah, starte und stoppe Getreideausschüttung. Nee, aus. Was für Auslassrohr bewegen? V, ne? Nee, Quatsch. F. Wie viel bewegen? Verwegen. So, jetzt wartet mal. Jetzt lass mich mal aussteigen. Jetzt haben wir das... Aua. Da reingekippt. Jetzt muss ich mal gucken.
Samen gelagert, Weizen 740 Kilo. Da hat sich aber nichts getan. Getreidelager, Weizen 840 Kilo. Ach, das ist... Nee, doch, da habe ich doch gar nicht drauf geachtet jetzt. Hier, das ist doch richtig. Da müssen wir doch gucken. Wir versuchen das mal so. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall, der hat das ja da reingekippt. Sieht man das? Sieht man das? Sieht man das optisch, ob da was reingekippt worden ist? Oder sieht man das nicht? Brett zu. Nö. Also nicht, dass ich wüsste, dass man das sieht. Okay, okay, okay. Also ich gehe da mal nochmal. Ja, Weizen dreschen. Sehen, ob ich ja hier auch wieder gescheit zurückkomme. Also das ist ein bisschen frickelig, ne? Wenn man hier mit diesem riesen Mähdrescher hier durch den Hof eiern soll. Wo soll ich denn da meine schönen Rosen hinpflanzen, wenn ich dauernd mit dem Mähdrescher hier lang ballern muss? Der fährt doch alles kaputt. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Na gut. Okay, gut, dann versuchen wir es eben nochmal. Ich glaube, die beiden Bäume müssen hier weg. Oder ich muss... Nee. So rum. Ein klein wenig noch. Okay, komm, 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 komm. Schneidwerk runter und Schneidwerk in Y. Ja, dann machen wir mal weiter hier, ne? Und dann können wir den Raps hier auch abernten. Und der kommt ins Silo. Ja, denke ich mal. Und das Stroh kann man sicherlich auch noch verwerten. Ne, indem man sich vielleicht so ein Ballenpress-Dingskirchen holt oder irgend sowas. Ne, damit man halt eben Strohballen einlagern kann. Weil warum soll es denn ungenutzt auf dem Feld rumliegen? Gut, man kann es einagern, ne, aber ne, ich denke, das ist nö. Ne, das liegt jetzt umsonst da und da denke ich mir, kann man das sicherlich auch. Aber dazu brauchen wir halt eben einen Ballenpressmaschinen-Dingskirchen. Und dann müssen wir erstmal gucken, wo man sowas herkriegen. Dann müssen wir halt eben Quests machen. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass irgendjemand so ein Teil liegen hat. Stopp, stopp, Stück zurück noch. Ja, das machst du schon richtig gut, junger Mann. So, runter. Wir werden noch Großbauern hier. Obwohl, will ich gar nicht werden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen erstmal gucken, was wir mit diesen beiden Felderchen hier und unserem Gewächshaus und vielleicht Produkte von Tieren, was man da erwirtschaften kann. Ne? Ob das zum Leben reicht, ob es reicht, um uns ja, größere Gerätschaften zu kaufen. Also was ich wirklich mega gerne ersetzen würde, wäre ein Trecker. Bin ich ganz ehrlich. Ne? Der John Deere Bier. John Bier? Heißt er, glaube ich, ne? Der ist ja super knuffig und auch total nostalgisch, ne? Aus den 60ern oder vielleicht sogar noch aus den 50er Jahren oder so. Aber der riecht mich einfach nur auf, ne? Der fährt nicht richtig. Also, ne? Die Geräusche, die der macht. Nee. Will ich nicht. Steig doch einfach aus. Wir müssen hier überall die Bretter zumachen. Damit wir uns bewegen können. Oh, ich hoffe nur, mir wird mitgeteilt, wenn hier dieser Mähdrescher voll ist. So,
Mähwerk runter. Und ab da. Ne, anmachen muss das auch noch. Anmachen muss das auch noch. So. Okay. Ach Gott, da ist es eigentlich egal. Da braucht man keine geraden Bahnen zu ziehen hier. Danke. Dann machen wir das auch. Sag mal, Leute, wird es abends, ja, 5:30 durch. Dann würde ich auch sagen, wir machen das jetzt da in den Silo noch rein. Und dann bleib mal stehen und dann gucke ich tatsächlich mal. 840 Kilo haben wir da drinnen. Wenn wir das da jetzt reinpusten, ob dann mehr drin ist. Oh, oh, oh. Vielleicht kann man sich ja auch noch einen zweiten Silo kaufen, ne? Dass man da nicht so abhängig von ist. Oder ein Silo, der wo mehrere Getreidesorten fasst. Das gibt es nämlich, glaube ich, auch. So, stopp. F. Warte mal, da ist der. So, F. Steu. Und Getreideausschüttung ist V. Kannst du mal stehen bleiben? F wie das Rohr einfahren. Den Dings aus, an, aus, 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 aus. Machen wir das Schneidwerk aus. Und ich packe den jetzt einfach mal hier auf den Hof. Bleib stehen. Und dann steige ich mal aus. Und dann gucke ich nochmal. Wir haben 2 Tonnen Getreide jetzt eingefüllt. Coole Sache. Ja, also dann ist das richtig gewesen. Cool. Und sieht man das optisch hier oben immer noch nicht? Schade eigentlich, oder? Jetzt muss es so einen Berg geben, bis unter das Dach. So, wie sieht es denn bei uns mit Hunger aus? Ah, ja, genau. Und das wollte ich euch auch noch erzählen. Ne? Ihr seht ja hier eine Grillwurst. Ne? Ich habe euch in der letzten Folge doch erzählt mit dem Hund, der an der Straße steht. Ah, der liebe Toy-Opa hat mir den Tipp gegeben, was man mit dem Hund machen kann. Denn den kann man tatsächlich auf den Hof locken. Allerdings muss man sich 4 Würstchen kaufen hier bei dem John. Das ist das verkehrte Tor. Wo geht's denn hier? Wo geht's denn hier raus? Da. Bei dem John hier unten. Ne, da bei dem Lager, da, bei dem Laden da. Da steht John irgendwo. Und hier drüben war der Hund. Und dem habe ich gestern ein Würstchen gegeben. Und da hat er sich dann getrollt. Ne? Und der ist jetzt zu Clara gelaufen. Wir können jetzt mal schnell zu Clara laufen. Und wartet mal, Clara wohnt ja gleich da irgendwo. Ich muss jetzt echt nur gucken, wo die ist. Geht, glaube ich, hier rüber. Geht's hier rüber? Clara. Ne, das ist halt eben, wenn man dann die Leute sucht, dann findet man sie nicht. Da ist unser Bauernhof. Clara muss ja ganz in der Nähe sein. Wo ist sie denn? Tja, ist denn das die Möglichkeit? Bushaltestelle. Nach Pilzen suchen. Alter Pickup. Bin ich denn bescheuert oder was? Ist das da Clara? Ganz ehrlich, raff ich gerade wieder nicht. Eigentlich ist der Weg nach Clara ganz einfach. Na, hier geht's nach Oliver. Da drüben geht's nach Oliver. Und Clara muss doch hier lang gehen. Über die, da wohnen sie doch, klar. So, und der Hund, der muss jetzt irgendwo hier hocken. Die Frage ist nur, wo? Den einen Würstchen habe ich noch. Das kann er auch noch haben.
Und aber der John, der hatte nur 2 Würstchen zu verkaufen und ja, da konnte ich halt eben auch nur 2 kaufen. Aber wo ist der Hund? Also hier ist er nicht. Da, 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 hallo. Hallo, mein Lieber. So, dann kriegst du jetzt Würstchen. Na, Grillwurst will ich überhaupt nicht. Warte mal. Hallo? Wieso kann ich dem das jetzt nicht geben? Ich will dem das aber geben. Hallo? Ich kann den nicht anklicken. Warum nicht? Das ging. Ja. Das ging bei den Probeaufnahmen, also wo ich die Map wiederherstellen musste, ging das ganz einfach. Wer bist denn du? Tony? Ich will mit dir nicht reden. Ich will den Hundi haben. Wie dem auch sei, ihr Lieben, wir werden das hinbekommen. Wir werden den Hund nach Hause holen. Das dauert nur halt eben jetzt ein bisschen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. Tschüss!